vom Lehrsatz des Pythagoras hin zu den Mönchen des Hippokrates. Pythagoras und Hippokrates waren zwei griechische Mathematiker. Der Lehrsatz des Pythagoras besagt, in jedem rechtwinkligen Dreieck gilt, das Quadrat der Hypotenusenlänge ist gleich zur Summe der Quadrate der zwei Kathetenlängen. Geometrisch bedeutet das, dass der Flächeninhalt von diesem Quadrat gleich ist zur Summe der Flächeninhalte dieser zwei Quadrate. Genau dasselbe funktioniert auch mit Halbkreisen. Das heißt, der Flächeninhalt von diesem Halbkreis, gezeichnet durch die Hypotenuse, ist gleich zur Summe der Flächeninhalte von diesen zwei Halbkreisen. Nennen wir diesen Flächeninhalt A1, diesen A2 und diesen A. Die Summe dieser zwei Flächeninhalte, das heißt A1 plus A2, wird berechnet durch Flächeninhalt A1, das ist natürlich Pi b² halbe, plus Flächeninhalt A2, das ist Pi c² halbe, und in dieser Summe können wir Pi halbe ausklammern. Zwischen Klammern bleibt dann noch b² plus c², und durch den Satz des Pythagoras ist diese Summe gleich a². Und Pi halbe mal a², das ist genau der Flächeninhalt von diesem Halbkreis, was zu beweisen war. Jetzt kommen wir zu den Mönchen des Hippokrates. Hier haben wir wieder ein rechtwinkliges Dreieck mit Kathetenlängen b und c und mit Flächeninhalt a. Zuerst konstruieren wir diesen weißen Kreis mit Zentrum Mitte der Hypotenuse und mit Radius die Hälfte der Länge der Hypotenuse. Jetzt zeichnen wir den Halbkreis mit Zentrum Mitte dieser Kathete und Radius die Hälfte dieser Kathetenlänge. So erhalten wir diesen Halbkreis. Von diesem Halbkreis ziehen wir diese weiße Fläche ab und so entsteht das erste Mönchen des Hippokrates mit Flächeninhalt A1. Wir machen dasselbe für die zweite Kathete. Auch hier konstruieren wir zuerst mal den Halbkreis mit Zentrum Mitte dieser Kathete und mit Radius halbe Länge von dieser Kathete. Von diesem Halbkreis ziehen wir diese weiße Fläche ab und somit erhalten wir das zweite Mönchen des Hippokrates. Hippokrates behauptet, dass die Summe dieser zwei Flächeninhalte A1 und A2 genau dem Flächeninhalt von diesem Dreieck hier entspricht. Wir beweisen das. Die Summe von A1 und A2 berechnet sich wie folgt. Zuerst rechnen wir den Flächeninhalt von diesem Halbkreis. Das ist natürlich Pi b² halbe. Plus Flächeninhalt von diesem Halbkreis, das ist Pi c² halbe. Und dann rechnen wir den Flächeninhalt von dem Dreieck noch hinzu. Und von dieser Summe ziehen wir den Flächeninhalt von diesem weißen Halbkreis wieder ab. In diesen drei Brüchen können wir Pi halbe ausklammern. Und zwischen Klammern bleibt dann b² plus c² minus a². Aber wir wissen durch den Satz des Pythagoras, dass a² dasselbe ist wie b² plus c². Also ergibt diese Klammer 0 und 0 mal Pi halbe plus a, das ergibt a. A ist der Flächeninhalt von diesem Dreieck, was zu beweisen war.